Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoserie und diesmal Starbound. Ich habe das gestern mal kurz angespielt und habe so einen kleinen Überblick bekommen, worum es dabei geht und wie es ungefähr funktioniert. Mehr aber auch nicht. Wir haben die Wahl zwischen Mensch, Avianer, eine Rasse von hochintelligenten Primaten. Im Übrigen ist das Spiel eigentlich auf Englisch. Ich habe eine deutsche Übersetzung, ein Mod sozusagen installiert. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. So, also. Ich weiß nicht, irgendwie. Was ist das denn hier? Ich werde durch ihr friedliches Äußeres nicht zum Narren gehalten. Es ist bekannt, dass Floraner aggressive Fleischfresser sind. Nicht besonders erfinderisch oder selbstständig, aber sie lieben den Diebstahl und das Anpassen von erbeuteter Technologie. Ah. Und Menschen sind, Avianer sind ein buntes... hier. Trotz ihrer unruhigen Geschichte haben Menschen eine optimistische Einstellung dem Leben und dem Universum gegenüber. Die Menschheit will eine Gesellschaft bilden, die die Leute des Universums eint. Das... Tellurische Protektorat. Ah ja, okay. Also wir bleiben mal bei Menschen. Jetzt kann man hier auswählen, ob man männlich oder weiblich spielen will. Ich lasse es mal auf weiblich, weil man da mehr... Oder warte mal, was haben wir dann... Was haben wir dann hier bei männlichen? Ja, nee, das sagt mir nicht zu. Sagen wir mal weiblich, so. Die... Hautfarbe. So. Man hat echt Möglichkeiten. Dann nehmen wir das mal mit dem Schleifchen. So, Shirt. Die Farbe ist ganz widerlich. Ich muss den mal eben wechseln, sonst kann ich hier überhaupt nicht sehen. Mal hier vielleicht mal irgendwie so eine geile Farbe, so ein... Na komm, lassen wir es bei. Versuchen wir mal ein Weiß zu kriegen. Na, war das schon das höchste der Gefühle? Dann sagen wir, das wäre Weiß. Gut, jetzt kann ich das Shirt nochmal durchsuchen, aussuchen. Na komm, lassen wir es so. Hose. Eher ein Rock, okay. Was ist denn Persönlichkeit? Ah, okay, wie sie steht. Lassen wir sie mal ruhig so stehen. Unterhose. Was? Wieso ändert er bei Unterhose die Farbe da oben? Ne? Okay, wollen wir mal keine so ganz so krasse... Na, schwarz als Schleifenfarbe geht, glaube ich. Grün ist ja eigentlich schon eine ganz geile Haarfarbe. Aber ich glaube... Oh, wobei rot als Haarfarbe ist, glaube ich, geil. Oder ein Lila vielleicht? Ja, guck mal, nehmen wir ein Lila. Die Shirtfarbe haben wir ja gerade schon geändert. Dann wollen wir mal den Rock ändern. Passend zu den Schuhen. Vielleicht einfach ein Schwarz und dann das Shirt noch mit einer Farbe versehen. Naja, lassen wir es lieber so. Der Name ist jetzt Lindsay, okay. Ändern wir sie mal um in
Nee, komm, machen wir Maya draus. Maya. Wir spielen nicht Hardcore, nicht was ist denn Casual? Casual bedeutet, was ist das? Achso, kein Hunger, keine Strafen, wenn man stirbt. Und Überleben, Hunger, Verlust von Sachen, wenn man stirbt. Und Hardcore ist wahrscheinlich, wenn du stirbst, bleibt dein Charakter tot. Naja, das wollen wir nicht direkt. Gehen wir mal auf Überleben. Die Intro-Mission möchte ich nicht überspringen. Okay. Das ist Maya und wir starten Starbound. Jetzt. Wach auf. Wach auf, du hast verschlafen. Und da hüpfe ich einfach mit Klamotten und Rock aus dem Bett. Um mit einer Person, Tür oder einem anderen Gegenstand in der Nähe zu interagieren, solltest du mit dem Mauszeiger darüber fahren und E drücken, falls du schon wach genug bist, natürlich. Ja, und es muss wahrscheinlich in meiner Reichweite sein. So wie diese Dinge. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Denke daran, du kannst eine Tür öffnen, indem du mit E den Mauscursor über sie fährst und E drückst. Was? Okay. Ja gut, aber das muss hier nicht dauerhaft offen sein. Machen wir mal zu hier. Ich habe letztens versucht, hier Gitarre zu spielen, die ganze Zeit und bin immer nur ins Bett gehüpft. Ja, so null gebracht. Was ist das hier? Das sieht aus wie so eine Schule oder sowas. Oder eine Flotte. Deine Uniform liegt in deinem eigenen Spind für dich zum Einsammeln bereit. Es ist ziemlich eindrucksvoll, dass du so ruhig bleiben kannst, obwohl du so spät aufgestanden bist vielleicht. Kann man hier irgendwie in den Optionen den Text länger einstellen oder so? Oder einstellen, dass man vielleicht eine Taste drücken muss? Dass der Text weggeht. So, was haben wir denn hier? Die Uniform ziehen wir mal über meine privaten Klamotten. Das Geld nehmen wir so. Was ist das? Abschluss Handzettel. Schrott. Dieser Handzettel gedenkt der Protektorat. Abschluss Zeremonie. Okay. Alles, was du sagst. Hi, Kollege. Bald wirst du ein echter Protektor sein, mit einem ganz eigenen Hallo. Ich habe gehört, dass diese Materie alle Möglichkeiten Arten von... Falls du auf irgendwelcher fremden Welt stationiert werden solltest, vergiss nicht, dass du... Alter! So mit deinem ganzen... Muss aufregend sein. Ja gut, ich lese das jetzt nicht alles nochmal. Das war viel zu schnell. Guck mal hier, diese Raumschiffe da hinten. Oder was das sein soll. Aufgehalten. Willkommen beim Tellurischen Protektorat. Rede mit... Drücke von... seinen gerade gehaltenen Gegenstand fallen gelassen. Drücke N, um in den Scan-Modus zu wechseln und Gegenstände zu untersuchen. Das ist mir neu. Der Automat hat einfach meine Pixel geschluckt. Kann der Tag noch schlechter werden? Genau, Pixel sind hier unten. Das ist die Währung in diesem Spiel. Na, machst du auf hier. Goody. Kann ich da vielleicht... Matt, jeden Tag mehr Blütenblätter zu fegen. Blütenblätter. So. Was ist hier los? Setz dich für einen Moment zu mir und lass uns diese wunderschönen Blüten genießen. Naja, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen.